Ja, Leute, da sind wir wieder bei einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute mal wieder auf dem Testserver unterwegs. Ich weiß, wir sind in letzter Zeit ziemlich oft auf dem Testserver, aber ich meine, es gibt halt immer wieder neue Sachen zu entdecken. Das Update ist soweit raus, es gibt einen neuen Helden und ja, ich würde sagen, den gucken wir uns ein bisschen genauer an in diesem Video. Es gibt auch noch einige andere Neuerungen, die zeige ich euch aber dann nach dem Helden, würde ich sagen. Erstmal das Wichtige und ja. Es ist ein neuer Himmelswesen-Held. Der heißt Tidus und es ist ein Tank-Held. Und ja, ich würde sagen, wir setzen einfach mal direkt mal hier rein in der Arena der Prüfung. Bloß damit wir erstmal so sehen, wie er so im Kampf aussieht und was er so ungefähr macht. Also er ist erstmal irgendwie eine Statue am Anfang, regeneriert dann halt ein bisschen Energie. Und ich weiß noch nicht so genau, wofür die Energie gewinnt. Ich glaube, er gewinnt die Energie, wenn sozusagen die hier angegriffen werden, so wie ich das sehe. Er macht auch so ein bisschen Schaden. Ihr seht ja so einen Rundum, so einen Flächenschaden halt um sich herum. Und ja, wenn er einmal ausgelöst hat, weiß nicht, irgendwie dann verliert er auch zwischenzeitlich immer wieder Energie, gewinnt aber keine Energie mehr. Also er gewinnt anscheinend nur Energie, wenn er halt in seiner Statueform letztendlich ist. Und wenn er halt nicht in seiner Statueform ist, dann verliert er immer durchgehend Energie, seht ihr ja gerade. Und wenn er halt die Energie voll hat, dann stunnt er auch die Gegner so ein bisschen. Habt ihr am Anfang gesehen gehabt, als er sozusagen dort rausgegangen ist. Guck mal, jetzt am Anfang hat er nicht dieses komische Feld, was da außen rum ist. Habt ihr das gesehen oder seht ihr das? Ich weiß auch nicht so genau, er kann anscheinend auch angegriffen werden, währenddessen in seiner Statueform ist. Jetzt habt ihr es gerade gesehen, wenn er halt aus seiner Statueform rauskommt, dann macht er halt solche Druckwelle und die Druckwelle, die stunt halt so, ne? Gut, dann haben wir den schon mal da gesehen. Wir können natürlich hier auch nochmal so ein kleines Teamchen formen. Ich habe hier noch nichts weiter gemacht. Ich weiß nicht, ob man den nach vorne stellt. Ich denke mal schon, es ist halt ein Tank. Ich glaube, das wird auch ganz gut synergieren mit einem Helden, der heilt. Wir brauchen natürlich auch noch einen, der so ein bisschen Damage macht, würde ich sagen. Die, damit ich einfach noch einen Buff drin habe, letzten Endes. Und ja, weiß ich gar nicht, was machen wir denn da jetzt dagegen? Weil die springt ja nach hinten. Weiß gar nicht, ich könnte ihn theoretisch auch dahin packen. Und komm, nimm mir einen Rigby mit rein. Oh yeah, Rigby. Jetzt werde ich auf jeden Fall gewinnen. So. Also der gute Tidus ist auf jeden Fall ganz hinten am Start. Wenn man ihn weiter nach vorne setzt, warte mal, wir setzen ihn mal weiter nach vorne. Dann ist natürlich auch der Stun dementsprechend auch hier vorne, ne? Ich denke mal, das macht ein bisschen mehr Sinn. Wenn wir nochmal ganz kurz umbauen. Und setzen den Rigby wieder nach hinten, damit die Cecilia nicht so viel machen kann. So. Genau, jetzt löst er aus. Upp. Haben so ein bisschen einen Stun-Effekt dementsprechend. Ja. Ich glaube, er synergiert auch so ein bisschen und er gibt auch sozusagen den Teammates so ein bisschen. Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht genau, was er gibt. Das konnte ich so aus der Skill-Beschreibung nicht so wirklich herauslesen. Mein Englisch ist jetzt nicht so unbedingt gut. Ich konnte das meiste rauslesen, aber was er mit diesen Helden halt letztendlich macht, weiß ich nicht so genau. Muss ich dann halt mir nochmal angucken, wenn das Update auf dem deutschen Server live ist. Wir verlieren ja auf jeden Fall gerade, okay. Ja, also es scheint kein OP-Held zu sein. Gut, dann würde ich sagen, gucken wir uns die restlichen Sachen soweit an, die jetzt neu dazugekommen sind. Dazu blende ich euch einfach mal ein paar Bilder ein, weil ich denke mal, hier werde ich das auf jeden Fall nicht sehen. Oder sehe ich das hier? Ich glaube nicht, ne? Nee. Also hier sehe ich das leider nicht auf dem Account. Ich werde auch gleich nochmal hier ein bisschen was aufmachen. Also die Dinger hier ganz zum Schluss des Videos und nochmal einen Roll machen übrigens. Also dann blende ich euch das Ganze einfach mal ein. Wenn man so ein bisschen weiter ist in der Kampagne, dann gibt es anscheinend jetzt auch die Möglichkeit, diese Tier 3 Steine ja, bei dem Gildenshop halt zu bekommen. Konnte man ja vorher auch schon bekommen. Aber es gibt halt dort ein Limit. Und das seht ihr jetzt hier gerade, man kann diese Tier 3 Steine jetzt anscheinend immer safe bekommen, jeden Tag. Und man hat halt dementsprechend dann eine Abklingzeit, wann man das nächste Mal dann eine bekommen kann. Gut, dann das nächste Bildchen. Genau, da haben wir jetzt eine Talene. Jetzt gibt es nämlich eine neue Funktion für die Himmelswesen. Das ist jetzt dieses komische, ja, Icon, was da drunter ist.
Dann gehen wir mal, denke ich mal, weiter. Genau, da gibt es jetzt nämlich sozusagen links unten, da wo jetzt sozusagen die Hand gerade ist, wo sie halt drauf geht, kann man jetzt mal raufgehen. Und dann öffnet sich nämlich ein Fenster. Da gibt es dann so einen, ja, so einen Baum, würde ich jetzt erstmal so sagen. Und dieser Baum, der bufft letztendlich dann auch nochmal den Helden. Ich weiß nicht genau, ob das nur für diesen Helden denn gilt oder ob man, ob das so ein allgemeiner Baum ist. Aber ich denke mal, das wird bloß für diesen Helden dann letztendlich sein. Und ja, so sieht er soweit aus. Man kann auf diese einzelnen Felder auch draufdrücken, die dann letztendlich verschiedene Sachen machen. Diese blauen Steine, die kann man sich übrigens dann nachher im Shop kaufen. Da zeige ich euch auch gleich nochmal, wie viel die kosten und soweit. Genau, da haben wir jetzt auch nochmal den blauen Stein, wo ich jetzt gerade davon gesprochen habe. Der kostet halt ein bisschen Gold. Dann gibt es auch noch einen anderen Stein, der wahrscheinlich dann dafür verwendet wird, wenn man. Also so wie bei dem Emblem, so stelle ich mir das vor. Ich weiß es nicht, ich habe es noch nicht gemacht, aber so stelle ich mir das wie gesagt vor. Die kann man sich für Edelsteine kaufen. Ich weiß nicht, ob man diese auch noch irgendwie anders bekommt. Im Moment weiß ich auf jeden Fall nur, dass man die für Edelsteine bekommen kann. So, genau. Und jetzt nochmal den Shop an sich. So soll das dann nachher aussehen. Ich denke, das wird dann auf jeden Fall erst dazu kommen, wenn man ein bisschen weiter in der Kampagne ist. Genau. So, das sind soweit die Neuerungen, die interessanten Neuerungen in diesem Falle. Und ja. Das soll es eigentlich auch schon wieder gewesen sein mit dem kleinen Informationsvideo. Ich hoffe natürlich, das hat euch soweit gefallen und jetzt geht es erstmal weiter mit dem Roll. Wir wollten hier nochmal ein bisschen Zeug einsammeln. Das machen wir erstmal ganz kurz. Das werden wir hier natürlich auch öffnen. Und dann werden wir nochmal erstmal einen Roll machen und hoffen natürlich, dass da auch was Gutes dabei ist. Und wir haben hier auf jeden Fall einen lila Helden dabei. Und es ist Lucius. Ja, endlich ein Heiler. Ich habe hier auf dem Account Tatsache noch keinen Heiler. Ja, Lucius ist für den Anfang ziemlich, ziemlich gut. Da freue ich mich mega drauf, dass ich ihn habe. Denn nachher im Late Game fällt er ab, klar, logisch. Aber für den Anfang ist Lucius einfach richtig gut. Könnt ihr sagen, was ihr wollt? Ich mache hier nochmal ein paar Freundschaftsrolls. So, mal gucken, ob hier noch was dabei ist. Ich hoffe mal, dass da was dabei ist, aber ich denke mal nicht. So, da ist auch nichts dabei und da ist auch nichts dabei. Okay, alles klar. Machen wir jetzt hier nochmal ein bisschen was auf. Wir haben hier nämlich auch nochmal zwei Elite-Sachen sogar, die ich aufmachen kann. Und wir haben dabei. Ja, okay. Grayskull ist, glaube ich, eher so im Late Game nachher relevant. So, dann haben wir den auf jeden Fall schon mal. Und wir haben. Wow, Futterheld. Super, toll, danke. Toll, dass ich das bekommen habe. Yay. Okay. Gut. Ich glaube, ich kriege eigentlich noch einen Roll zusammen, ne? Also, wenn ihr nochmal dranbleiben wollt und nochmal den letzten Roll sehen wollt, dann ich mache nochmal ganz kurz hier mit den ganzen Quests soweit fertig. Einmal hier ganz kurz kämpfen und abbrechen. Dann haben wir. Was haben wir denn noch so Schönes? Genau, Arena der Helden, einfach nochmal ganz kurz. Einmal kurz kämpfen und verlieren, so nach dem Motto. Oder das kann ich sogar vielleicht sogar gewinnen. Okay, wir haben es gewonnen. Das sieht ganz gut aus. Und dann können wir nämlich gleich nochmal einen Zehnerroll machen. So, dann das. Einmal einsammeln. Genau. Und dann gehen wir nochmal ganz kurz hier hin und dahin und. Nein. So, jetzt wird wahrscheinlich nichts mehr dabei sein, aber hey, vielleicht haben wir ja sogar Glück. Nein, haben wir nicht. Okay, gut. Das soll es gewesen sein mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video soweit gefallen. Wenn ja, gerne ein Like da lassen und dann haut rein. Und bis zum nächsten Video. Ciao, Leute.